Hi, wir sind Jasmin und Alex vom Reiseblog Pocket Full of Memories. Wir reisen für unser Leben gern und werden dieses Jahr auf Weltreise gehen. Heute unterwegs im Nationalpark Eifel und zwar genauer gesagt im Simmerath-Vorwerk und möchten heute auf jeden Fall zum Mursee runter und euch einmal zeigen, wie schön doch der Nationalpark Eifel ist. Genau, wie ihr bestimmt jetzt gerade schon ein bisschen mitbekommt, es ist ein wenig windig, aber das macht uns gar nichts, denn ja, die Eifel ist ein bisschen wie unsere zweite Heimat. Absolut. Und ja, die wollen wir euch gerne vorstellen. Deswegen nehmen wir euch gleich auf jeden Fall mit und zeigen euch mal so ein paar coole Spots, die wir hier so haben und ja. Wir müssen dazu sagen, wir sind jeden Sommer hier oder eigentlich jeden Sommer. Es sei denn, die Maßnahmen, die aktuell stattfinden, sind nicht so dafür geeignet. Aber normalerweise sind wir jeden Sommer hier, arbeiten hier und deswegen ist so ein bisschen, ja, wie Alex schon gesagt hat, das Heimatgefühl hängt quasi an der Eifel. Genau, deswegen nehmen wir euch jetzt mit und wir hoffen, euch gefällt die Eifel und ihr schaut auch bald mal vorbei. Headlights can't stop me. I just hold on for dear life. Yeah, I can't give up this feeling that I get when looking down from the sky. Now with you. Wenn man durch den Wald zu Ende gelaufen ist, beziehungsweise unten angekommen ist, dann kommt man auch quasi direkt am Ruhrsee raus und das ist auch das, wo wir uns gerade befinden. Genau. Hinter uns ist noch das Naturfreibad am Ruhrsee. Da kann man im Sommer schwimmen gehen und ja, für die Kinder ist auf jeden Fall echt viel zu tun und die haben viel Spaß dabei. Absolut. Also es gibt echt viele Möglichkeiten hier. Und auf der anderen Seite gibt es quasi den Ruhrsee an sich, beziehungsweise der nicht mehr zum Naturfreibad gehört. Aber auf dem könnt ihr im Sommer super Kanu fahren, ihr könnt segeln gehen, ihr könnt auch eine Schiffstour machen, also da ist letztendlich alles möglich. Genau. Und wie das Ganze aussieht, zumindest jetzt im Winter, das zeigen wir euch jetzt. Der Ruhrsee ist auf jeden Fall eine klare Empfehlung von uns für euch, beziehungsweise auch der Nationalpark Eifel an sich. Kommt auf jeden Fall im Sommer vorbei, denn bis März ist es gar nicht erlaubt, auf dem Ruhrsee zum Beispiel mit dem Kanu zu fahren. Aber dann ist hier ordentlich was los und es gibt auch Kanustände, beziehungsweise ihr könnt euch auch hier auch Kanus oder Segelboote ausleihen. Genau, und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt. Und wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören und schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ja, ob ihr schon mal in der Eifel wart oder ob ihr das demnächst vorhabt.